Willkommen bei uns zu Hause. Hallo, ich bin der Max Janersmann und ich bin heute mit dabei, ein paar Fragen zu stellen. Ich will erzählen, was mich brennen lässt. Ja, dann erzähl bitte. Ich wünsche mir von dieser Veranstaltungsreihe, dass es ein Beitrag ist, um ein neues Paradigma in der Welt zu sehen. Es passiert eh schon laufend. Und ich merke, meine Themen, die mich und die uns ja auch, gell, deswegen habe ich dich auch gebeten, dass du heute dabei bist, die uns jetzt echt schon seit 12 Jahren begleiten, ist Beziehung und Partnerschaft. Gell. Wie kann man eine Partnerschaft führen, lustvoll und trotzdem ermächtigt? Wie kann ich Selbstverantwortung üben? Wie kann die Sexualität ein schönes oder immer mehr zu einer schönen Energie werden? Und ja, ich hoffe einfach, dass der Path of Sacred Living ein Samen ist, ein Beitrag, wo wir und auch die Menschen, die kommen, Werkzeuge zur Verfügung gestellt kriegen, wo wir gemeinsam üben, wo wir Zeremonien machen, wo wir uns ausrichten für diesen Paradigmenwechsel, für das neue Bewusstsein. Ursprünglich war ja die ganze Workshop-Reihe mit der Grail Cosini geplant. Genau. Die Grail ist meine Lehrerin, ist eine Priesterin von Avalon, ist eine Priesterin der Elemente, sehr stark verbunden mit der Natur und den Naturwesen und mit der Göttin, mit der weiblichen Urkraft. Und von ihr habe ich ganz viel gelernt. Ich war bei ihr in Guatemala zu einem Priesterinnentraining und durfte da ganz viel mitnehmen, was Zeremonienarbeit bedeutet. Und sag noch mal, wo findet das statt? Wie kann man sich das vorstellen, wenn man dorthin kommt? Also das Setting, das wir aufbauen, ist im 17. Bezirk. Wir haben da eine Freundin, Max und ich, die einen wunderschönen Privatplatz hat, öffentlich erreichbar. Und es ist ein Platz, der ganz alte Bäume beherbergt und es ist ein großer Platz. Es ist ein wirklich total schöner Platz im Herzen vom Wienerwald. Und was unsere Intention ist, eben auch, ist ein Kraftfeld dort jeden Tag zu aktivieren. Also, dass wir wirklich schauen, dass wir da geschützt sind, dass es ein Platz ist, wo wir uns sicher und wohl fühlen. Das ist ein ganz wesentlicher Beitrag. Genau, Thema Sicherheit. Ja. Wir befinden uns ja in der Krise oder in einer Krise mit besonderen Maßnahmen. Was habt ihr oder was hast du da angedacht, wie die Veranstaltungsreihe stattfinden soll oder? Also ich möchte auf jeden Fall, dass es ganz sensibel, also dass wir auch dieses Physical Distancing, wie viel Kontakt, wie viel Nähe, was brauche ich, gell? Was fühlt sich gut an, dass ich da gut auf mich schaue und dass wir da gut aufeinander schauen, genau auf die Grenzen. Und zum Thema Hygiene, also es soll auch wirklich hygienesensibel sein. Da ich mit den Göttinnen stark verbunden bin, möchte ich einen Altar für die Hygieia gestalten, wo, das ist die Göttin der Gesundheit, wo auch Produkte, natürliche Produkte, die auch stark sind, es muss nicht das so ein starkes Desinfektionsmittel sein, mit ätherischen Ölen, wo wir uns immer wieder reinigen, wo wir immer wieder schauen, dass wir klar sind im eigenen Feld, wo wir uns die Hände waschen können. Und genau. Und es wird im Freien stattfinden. Es wird die meiste Zeit im Freien stattfinden. Wir haben einen Innenraum, der uns zur Verfügung steht, wenn es uns mal wegregnen sollte. Aber eigentlich soll es im Freien stattfinden, ja. Danke, Max. Danke, dass du mich interviewt hast. Ich freue mich auch, wenn ich dabei sein kann, die Zeit. Und danke euch fürs Zuschauen.